Große Banner und Hinweisschilder zeigen den Weg in das idyllisch gelegene Waldbad von Marc Schönstedt, in dem das zweite Wurzner Landfest stattfand. Das Waldbad von Marc Schönstedt war am Samstag zugleich das Ziel der 21. Muldentaler Radlertour, die in den vergangenen Jahren bereits weit über das Muldental hinausgewachsen ist. So kamen bei der Sternfahrt auch Radler aus Eilenburg und Delitzsch. Nach und nach trafen am Vormittag die Radler aus der Region im Naturbad ein. Der Tradition folgend nahmen an der Tour auch Landrat Henrik Reichen sowie der Oberbürgermeister von Wurzen, die Bürgermeister von Bennewitz, Talwitz und Lossatal teil. Diese vier Kommunen haben sich in den letzten 2 Jahren zusammengefunden, um anstehende Aufgaben gemeinsam auf Augenhöhe zu lösen und damit für die Stärkung ihrer Region einen gemeinschaftlichen Beitrag zu leisten. Landrat Henrik Reichen richtete sich mit einem Grußwort an die Anwesenden. Aber ich möchte natürlich alle Radler der Muldentaler Radlertour hier in Marc Schönstedt begrüßen aus Leipzig und aus den vielen Orten aus dem Landkreis Leipzig und besonders quasi aus dem Ausland, aus dem Landkreis Nordsachsen. Da haben wir Gäste aus Oschatz zum ersten Mal mit dabei. Ja, die Oschatzer sind auch herzlich willkommen. Und aus Eilenburg müsste auch eine Truppe mit da sein, die sind aber schon länger mit dabei. Herzlich willkommen allen hier in Marc Schönstedt. Der Bürgermeister von Lossatal, Uwe Weigelt, in dessen Amtsbereich die Gemeinde Marc Schönstedt fällt, führte dies weiter aus. Herzlich willkommen hier im wunderschönen Waldbad Marc Schönstedt. Wer dieses idyllische Fleckchen noch nicht kannte, der hat heute genügend Zeit. Die Veranstaltung ist aus meiner Sicht Open End. Genießen Sie das wunderschöne Wetter, genießen Sie das Ambiente und die vielen schönen Stände, die sich hier von den Vereinen erleben lassen. Im Anschluss hielt die Freiwillige Feuerwehr Schlauchboote parat. Zur Freude aller wurden diese für eine Wettfahrt zwischen den Bürgermeistern der beteiligten Gemeinden genutzt. Die Wasserflächen in unserer Region sind zwar groß, für die Wettkämpfer aber trotzdem eine Herausforderung. Unter reger Beteiligung der Zuschauer und mit viel Kraftaufwand der Bürgermeister ging dabei das Wurzener Team als Sieger hervor. Von der Wettfahrt abgesehen wurden beim Wurzener Landfest wieder viele Produkte aus der Region angeboten und Informationen zum Wurzener Land gegeben. Neben Informationen aus der Region sorgte das Bühnenprogramm für einen abwechslungsreichen Rahmen, bei dem auch ein Loblied auf das Wurzener Landfest angestimmt wurde. Du musst mein Wurzener Landfest sein, wo tolle Sonne scheint. Wenn wer so fröhlich ist, wie kann nur sein. Für 2019 sind die Weichen für das dritte Wurzener Landfest bereits gestellt. Dieses soll dann in Bennewitz stattfinden.